Hey ho, Freunde der Nacht. Hier heute mal wieder auf dem Server euer Fürst von Wiesenfels, Boss Endorphin oder auch bekannt als der Vorbuddler. Und ja, ich denke mal, heute baue ich mal weniger rum auf dem Server, sondern wir gucken uns hier einfach mal ein bisschen um. Es hat sich einiges getan. Wir haben ein neues Tutorial. Also hier ist der Spawnpunkt, hier werdet ihr erscheinen und dann geht es, hier ist der Ausgang für Siedler oder Stammspieler und Gäste allerdings und Neulinge. Müssen ins Tutorial. Wenn wir erleben, dass Leute hier einfach durchspazieren, dann kommt ja natürlich 2 Sekunden später schon irgend so eine Frage, ne? Ja, dann wissen wir sofort Bescheid, da war jemand überhaupt nicht im Tutorial, da gibt sich jemand überhaupt keine Mühe, da interessiert sich einer überhaupt nicht, da weiß einer nicht, wie er zum Beispiel in ein Boot einsteigt, aber will schon auf Multiplayer schön alles aufmischen. Und solche Spieler sind uns ein bisschen ein Dorn im Auge. Deswegen haben wir ja ein neues Tutorial gemacht. Da könnt ihr reingehen und da lernt ihr praktisch, ja, wirklich alle Grundlagen. Also jetzt nicht, wie man Minecraft spielt. Das solltet ihr vorher schon können, bevor ihr hier auf den Server kommt, ja. Aber alles andere zum Server, im Groben und Ganzen, auch wie man zum Beispiel am Bauland kommt und Baurechte, das steht jetzt hier kurz und knackig da drin. Sehr schön, auch eine tolle neue, ja, Benutzerführung haben wir da drin, dass man praktisch gar nicht mehr an irgendwas aus Versehen vorbeilaufen kann. Vorher hatten wir noch einige so große Räume so gehabt und da habe ich dann festgestellt, viele Leute laufen da einfach durch und die kriegen dann gar nicht mit, was da irgendwie noch steht oder ob da noch ein Raum von abgeht, und das ist alles etwas neu. Und ich hoffe, es macht euch Spaß, da durchzugehen. Also wenn ihr da rauskommt und ihr lasst euch ein bisschen Zeit, das dauert vielleicht, naja, 5 bis 10 Minuten, sage ich mal, ne? Dann könnt ihr wirklich schon einiges erfahren über unseren Server, und einige Fragen, die erklären sich dann, also beantworten sich dann praktisch von selbst. Wenn ihr fertig seid mit dem Tutorial, kommt ihr praktisch aus diesem Gebäude, da hinten aus diesem Portal, kommt ihr raus, dann braucht ihr nur den roten Teppich lang zu laufen und geradeaus kommt ihr zum Zentralplatz. Da ist auch gerade ein Spieler. Ich guck gar nicht, wer das ist. Hab mich jetzt hier auch mal wieder unsichtbar gemacht, ne? So, und dann haben wir zum Beispiel, ja, dann könnt ihr hier die Schilder lesen, klar, ne? Dann haben wir einen neuen Bahnhof. Ja, der ist erst vor 2 Tagen eingeweiht worden mit einer großen Party. Es gab Torte. Ja, die haben alle stehen lassen, die Torte. Die wollten alle nur fahren, ne? Wir haben jetzt hier wirklich alles ganz neu gebaut, ne? Und ja, wie gesagt, wir sind ja umgestiegen vom Minecart Mania Plugin, das haben wir jetzt in die Tonne geschmissen, auf das ganz normale Minecart-System von Minecraft, ne? So, jetzt haben wir hier den neuen Bahnhof. Da seht ihr auch wieder schön alles mit den Farben, den verschiedenen Linien. Eine neue Linie wird hier auch demnächst noch entstehen. Ist noch im Bau, die grüne Linie. Wir nehmen da gleich mal vielleicht einfach mal die blaue Linie in Richtung Wiesenfelser Burgenland, ja, und dann kommen wir auch kurz durch Scheinertown durch, und das ist auch ein neuer Bereich. Und da habe ich in der Nähe was zu tun, vielleicht könnte ich das mal erledigen. Aber ihr seht, es ist alles viel etwas heller, etwas großzügiger, ja. So, und wenn ihr jetzt hier reinkommt, das seht ihr jetzt nicht, weil ich meine, mein Interface hier ausgeschaltet habe. Aber dies ist jetzt auch ein Shop, der Bahnhof. Hier in diesem Bahnhof könnt ihr euch für 100 Ocken ein... Ich muss doch mal eben anmachen, weil ich ja selber eine Karre brauche. Ich weiß nicht, in welchem Slot ich die habe. So, 5, okay. Jetzt kann ich es euch mal zeigen. Ja, jetzt habe ich den Hauptbahnhof verlassen. So. Und jetzt komme ich in den Shop Hauptbahnhof. Und hier könnt ihr euch dann praktisch eine Karre für 100 kaufen. 5 habe ich gesagt. Dann versuche ich mal da unten jetzt eine Karre... Ja. So, und dann habe ich mich in die Karre, also ihr stellt eure Karre auf das Gleis, ganz normal, wie in Minecraft halt, ne? Nichts Besonderes, und dann sind hier überall diese Startknöpfe angebracht, das habe ich auch schon mal in meinem Booster, also in meinem Video vorgestellt, wo ich diese über diese Booster-Tracks was erzählt habe, das war glaube ich 1.6 oder so, weiß das gar nicht mehr so richtig, ne? Ja, die richtige Linie haben wir glaube ich genommen, ich drücke auf den Startknopf und es geht los! Hurra, hurra, hurra. Hier ist noch ein bisschen übertrieben gearbeitet worden mit den Booster-Tracks. Das wird alles jetzt noch erledigt. So, jetzt fahren wir schon auf der blauen Linie. Schön weiter Richtung Heimat. Der erste Ort, die erste Haltestelle, da werden wir
Ja, nee, da werden wir nicht aussteigen. Das wäre ein bisschen zu weit dann. Ich muss ja gleich noch bei jemandem irgendeinen Baum fällen oder so. Gucken wir gleich mal, ob ich das finde. So, hier kommen wir jetzt nach Chinatown. Ihr seht das schon, ne? Diesen neuen Bahnhof. Das waren hier früher die Spieler, die uns, die schon länger auf dem Server sind. Das waren hier die braunen Berge. Karre kann ich jetzt gerade nicht mitnehmen, weil ich im Spy bin. Moment, Augenblick mal eben. Da muss ich doch mal eben. So, die Karre habe ich jetzt mitgenommen. Und jetzt werde ich hier mal ein bisschen rausgucken. Also hier ist noch die Chinatown, ist noch ein bisschen am Entstehen. Das ist inspiriert worden vom John und vom Mai Yi, die hier in so einem asiatischen Stil bauen. Das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, kommt Jungs, ja, machen wir mal mehr draus. Jetzt mache ich mal was, was wir überhaupt nicht. Also wir bauen hier mal so eine ganze Siedlung, so im China-Stil. Das überlasse ich den beiden mehr oder weniger. Ich habe nur den Bahnhof mal gebaut. Mal sehen, was hier noch entsteht. Jetzt machen wir halt was, was wir überhaupt auf keinen Fall tun dürft. Nämlich, wir laufen mal eben über die Schienen. Das ist einfach jetzt gerade unpraktisch, wenn ich immer ein- und ausschalten muss, mein Interface, mein Graphical User Interface, ja. Weil ich dann auch immer irgendwelche, da ist auch gerade jemand, der irgendwie nicht klarkommt und den habe ich schon ein paar Mal angesprochen vorhin und der hat das irgendwie nicht geregelt bekommen und jetzt wundert er sich mit einem Mal, weißt du, und jetzt habe ich aber keine Zeit. Jetzt kann er mal ein bisschen warten, ne? So, und dann gucken wir mal hier, müsste ich nämlich, hier beginnt das Wiesenfelser Vorland. Hier haben wir auch schon ein paar Siedler. Und irgendwo da hinten im Wald hat jemand nach mir gefragt, dass ich ihm doch mal bitte so ein paar Bäume oder so beseitige. Ihr seht halt, hier sehr schöner Wald habe ich hier noch. Hier baut jemand irgendwie etwas mit rotem Dach, etwas Burgartiges. Ja, okay. Im Moment passe ich halt schon auf. Burgen und festungsartige Gebäude lasse ich im Wiesenfelser Vorland jetzt nicht mehr zu, weil es hier schon zu viele davon gibt. Und das sieht einfach hässlich aus. Ja, so viele Burgen nebeneinander, das habe ich auch schon mal erzählt. Ah, hier verkauft er sogar hier auch, ne, es ist auch so ein Farmer, ne, der baut hier Bäume auf seinem Grundstück an und verkauft dann die Bretter und Holzstämme, ne, das ist, so wird man auch reich, ne, also wäre hier ein bisschen, also cool. Ja, das sind so schöne Sachen hier, wenn die, da freue ich mich immer drüber, das sind so nette spielerische Elemente, die die Leute so einfließen lassen. Es ist sehr viel, sehr viel schöner oder ist gerade mal, da müsste ich jetzt vielleicht doch mal eben hin, damit das so nachlädt, genau. So, jetzt müssen wir mal gucken, jetzt müssen wir auch langsam hier mal das Land finden. Ach, da oben ist irgendwas. Mal gucken, was da oben ist. Ist das vielleicht da? Ja, ist wirklich so in der Wildnis hier, dass ich selber überhaupt nicht so richtig klarkomme. Also, im Grunde schon, aber, ne? Die Häuser liegen so ein bisschen verstreut. Das ist das, glaube ich, nicht, was ich suche. Kann das schon sein, dass die das schon seit gestern so hochgezogen haben? Die waren nämlich zu zweit, die beiden. Ja. Auch mal gespannt, wenn da jetzt noch ein Haus daneben steht, was so ein bisschen bäuerlicher aussieht. Mit so netten Wasserfällen. Er hatte ja gefragt, ob ich nicht mal auch mehr so ein Let's Show vom Server machen kann. Also, ne, kommen ja nicht alle immer rauf auf den Server. Erstmal nehmen wir ja nicht jeden. Ach, da hinten muss ich, glaube ich, hin. Bin schon zu weit gelaufen. Okay. Ja, und ist natürlich schön, auch für Leute, die sich interessieren oder überhaupt einfach mal, oder sich eben überhaupt gar nicht für Multiplayer interessieren, für die das überhaupt nichts ist, die lieber im Singleplayer spielen, ne? Dann kann man hier ein bisschen mehr Let's Show machen, so ein bisschen auch mal zeigen, was die Leute so gebaut haben. Zum Beispiel finde ich hier dieses, der Spieler heißt Sador, Del Sador nennt er sich, die Villa hat er sich hier gebaut, ja, im Wiesenwälder Vorland und da gefiel mir unheimlich gut diese Wasserfälle hier. Ja, dass er da solche Slaps vorgemacht hat. Ich weiß, viele von euch sagen, ach, das ist ja nichts Besonderes, habe ich auch gemacht, ne? Nee, aber ich fand's schön, ich, ne, das ist ein nettes Element. Das fiel mir gestern einfach mal so auf, als ich hier das erste Mal so war. Das hat was fürs Auge, ne? Und das finde ich mal ganz schön. Überhaupt hat er sich das hier eine nette Waldhütte gemacht, das passt sehr schön nach Wiesenfels, ne? Hier, das finde ich auch unheimlich schön, hier mit diesem kleinen Teich und in so einer Senke da drin, ne? Sehr hübsch, doch, ne? So, und jetzt gucke ich mal aber bei seinem Nachbarn, das ist ein Kumpel von ihm. Da haben sie wohl jetzt, ja, er hat gerade angefangen erst vor, also gestern Abend mal kurz, ne? Home Sweet Home. So, hat Bett noch mitten auf der Wiese, ne? Aber hier sieht man schon, was, welche Materialien so von den Wänden wollen, ne? Nicht uninteressant. Aber ich glaube, sie meinten diesen Baum.
Und diese, die hier schon so abgehackt sind, ne? Ich glaube, die werde ich eben mal beseitigen. Und dann will ich mal hoffen, dass ich das richtig gemacht habe. Sonst pflanze ich den Baum halt wieder auf. Das ist ja nicht so schlimm. Also dann haben wir hier noch den Baum. Das sieht man ja schon deutlich, dass die so. Den auch noch. Okay. Auf dieser Seite. Hier der da unten, ne? Und die da. Ach ja, komm. Die mache ich auch mal weg. Wie gesagt, aufpflanzen, aufforsten kann man das ja immer noch. In unserem Tutorial steht sogar auf Holzen, ja, auf Horsten, auf Holzen. Ne? Wir wissen natürlich, dass das auf Forsten heißt, aber mein Gott, man muss es ja nicht immer ganz so pragmatisch nehmen. Ne? Ihr wisst ja auch, dass ich ja selber auch ein begeisterter Erfinder von neuen Wortkreationen bin. Aus jedem Versprecher mache ich ja direkt eine neue, ein neues Wort, ne? So, der kommt auch noch weg. Und ich nenne ja auch viele Sachen einfach anders, als sie offiziell in Minecraft heißen. Was ist das denn da oben überhaupt? Das sagt mir jetzt im Moment auf Anhieb gar nichts. Ich glaube, die Bäume haben wir erledigt, das war okay. Was haben wir denn da oben überhaupt? Also das ist jetzt. Da gucken wir mal, ob wir einen Eingang finden. Oh, das ist nicht schlecht. Natürlich noch nicht alles aus Koppelstein. Ich find das gar nicht so schlecht. Ja, wenn das jetzt wieder alles nur aus Koppelstein wäre, dann hast du wieder so eine riesen glatte Wand. Ich gucke ja immer, dass ich auch irgendwie so, was weiß ich, noch so Abstufungen da einbaue, damit es ein bisschen anders aussieht, ein bisschen abwechslungsreicher. Wer wohnt denn hier überhaupt? Ach! Ach, Moment, so weit bin ich schon rausgerannt. Ach, guck dir das an, das ist die Außenmauer von Memphis City. Hier war ich ja noch nie, die habe ich von dieser Seite noch nie gesehen. Ja, dann soll die tatsächlich auch so sein in Erde. Das hat der Memphis dann so mit Absicht gemacht und dann ist es auch okay. Ja, also ich wusste gar nicht, ja tatsächlich, ich bin so weit schon rausgerannt. Ja klar, das ist hier so wirklich dann die Grenze zwischen nach Wiesenfels und hier ist schon Memphis, ne? Memphis City. Eine große, sagenumwobene Stadt ist das, ja. Wir können da jetzt gerne mal einen kleinen Abstecher reinmachen. Ich war da, glaube ich, länger nicht. Ja, schon gar nicht mit Kamera. Und normalerweise aus Wiesenfels kommt ihr hier hoch über den Landweg. Und dann gehen wir hier rein. Und dann sind wir schon drin in Memphis City. Wir haben da im Moment einen Baustopp, jetzt wo ich hier drehe. Weiß nicht, wie lange wir den jetzt noch ja, so beibehalten, ne? Weil, schönes Baumhaus hier, riesengroß. Weil ist sehr, sehr viel schon hier an Bauland vergeben worden in Memphis. Und da gibt es dann schnell mal so Überschneidungen oder so. Auch unterirdisch sind ja hier noch Bauten und alles. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Da seht ihr die Skyline da hinten. Die Richtung laufen wir jetzt auch mal. Denn hier ist praktisch jetzt zu Ende des alten Bereichs. Da laufen wir hier durch. Folgen mal wieder dem roten Teppich. Ne? Das ist immer eine gute Sache. Gehst du auch auf, du Tür? Ja. Hier ist auf jeden Fall alles sehr detailreich gestaltet worden. Praktisch ja von einem Mann alleine, ne? Was man so alles machen kann, ne? So. Laufen wir mal weiter hoch. Ich wollte mal dann jetzt nochmal in die Wolkenkratzer-Siedlung laufen. Ist ja auch ein sehr beliebter Ort. Hat richtig, richtig was Urbanes so. Also hier ja noch dieser alte Bereich. Alles ein bisschen, ne? Naturell überlassen und überwachsen mit hohem Gras, ja. In Memphis City gibt es natürlich auch Shops, alle möglichen Shops, ne, wo ihr dann eben alle möglichen Waren kaufen und verkaufen könnt. Ne? Nicht alle, ne, aber doch das Wesentliche. So langsam funktioniert es. Neue Spieler haben da öfters noch Probleme mit, weil sie alles auch ganz schnell vielleicht wollen und nicht genug lesen. Ich meine, das ist jetzt, ich verstehe das jetzt natürlich. Wenn man jetzt hier so ankommt, ne, ist klar, man wird jetzt von Schildern völlig überrannt, man weiß gar nicht, ne. Das ist aber jetzt hier, das hat was mit den Wohnungen zu tun, die es in den Wolkenkratzern so noch gibt. Ja, da kann man sich eine Wohnung kaufen und was, ne, und die so ein bisschen einrichten. Da kann ich euch nicht viel zu sagen, weil das, wie gesagt, hier nicht mein Gelände ist. Da ist der Memphis für verantwortlich. Ne? Und ja, hier sehen wir zum Beispiel, hier geht es zum VB Tower. Da laufen wir mal in die Richtung der Vorbuddler Tower. Ne? Den habe ich alleine gebaut.
Letztens habe ich auch jemanden in den Knast geworfen, weil der sich beschwert hat, der wäre hässlich. Ne? Das ist ja Majestätsbeleidigung, sowas kann ich nicht durchgehen lassen. Außerdem finde ich ihn nicht hässlich. Ja? Der hat hier so ein Vorbau irgendwie, so einen Kathedralenvorbau irgendwie. Ja, so eine Ecke. Geht dann gerade eckig hoch, irgendwie hat interessante Fenster. Ne? Etwa halt, es ist eigentlich das größte am Stück zusammenhängende Gebäude, was ich jemals gebaut habe. Der VB Tower und den Grundstein, das ist dieser Schönstein da, den habe ich gelegt am, was, 7.6.2011. Ne? Und dann habe ich losgelegt. So, das ist innen noch überhaupt nicht spektakulär. Also, ich habe da nichts Inneneinrichtung, das wisst ihr, das ist nicht so mein Ding. Wir laufen mal hier in diese Richtung weiter. Hier, da, den restlichen Tower hat der Memphises gebaut. Ne, und jeder hat irgendwie so eine kleine andere Form. Ein bisschen, er steht auf Blau, glaube ich. Das ist wahrscheinlich seine Lieblingsfarbe. Ich muss ihn mal fragen. Ne, aber hier sind schon einige interessante. Da ist auch irgendwo noch so ein Doppeltower. Wo war der denn noch? Ist das der hier, wo man den jetzt nur von der einen Seite sieht? Auch hier wieder an die Schilder. Da hinten ist der. Da ist der, ne? Irre, ja. Den finde ich unheimlich klasse hier. Und wie gesagt, die Skyline, die macht echt was her, wenn man aus der Entfernung guckt. Hier geht's auch zur Sandmine. Hier könnt ihr Sand abbauen. Ne? Ab und zu ist die mal leer, ne? Und Vorsicht in der Sandmine, ne? Okay, das ist klar, dass man vorsichtig in Minen ist. Natürlich auch hier, das ist alles ungeschützt im Prinzip. Also nachts, ne? Wir spielen hier Minecraft. Niemals vergessen, ne? Das ist hier jetzt nicht so luschig irgendwie, sondern es ist wirklich, Monster sind an und alles drum und dran, ne? Und wer irgendwie, was weiß ich, ja, wie ich vorhin sagte, nicht in der Lage ist, in ein Boot oder eine Karre einzusteigen, der sollte vielleicht erst einmal lernen, Minecraft zu spielen. Ne? So ein bisschen Singleplayer machen und Sachen ausprobieren, bevor man dann hier. Und ist auch schön, das kenne ich auch noch gar nicht. Das kenne ich auch noch gar nicht. Das ist so ein Strandbereich, sehr schön, sehr schön. Doch. Na, also Memphis City ist auch nicht umsonst ein sehr beliebter Wohnort. Ja, das könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr das schon seht. Hier ist eigentlich auch öfters mal was los. Es gibt hier auch eine große Kampfarena seit neuestem. Da habe ich sogar den Einweihungskampf habe ich gefilmt, aber uiuiui, jetzt habe ich mich völlig verlaufen, glaube ich. Ah, hier sind wir. Ja, den Kampf habe ich, glaube ich, gefilmt, aber da ist so viel Filmmaterial angefallen. Ich habe das noch gar nicht geschafft, das zu sichten. Ne, das ist enorm viel Arbeit. Ne? Zu den freien Grundstücken. Das Schild müsste vielleicht mal irgendwie weg, weil solange Baustopp besteht, ist das natürlich nicht so sinnvoll, die Leute dann dahin zu führen, wo angeblich freie Grundstücke sind. Ne? Aber wie gesagt, wir müssen mal gucken. Hier nach Nordwesten kann man vielleicht mal irgendwann wieder ein bisschen aufrüsten. Gefährlich wird es halt im Südosten. Da ist kein Platz mehr, da grenzt das, wie ihr gesehen habt, an Wiesenfels. So, laufen wir mal hier durch. Wunderschön. Ne? Und wenn wir jetzt da rechts abbiegen, da vorne, dann. Oh, was ist das denn hier? Viele Schalter finde ich irgendwie schon wieder sehr interessant. So, kommen wir zur Arena. Das ist hier, glaube ich, die Villa von Memphises, ne? So, hierzu geht's zur Arena. Ja, das ist die Arena und da gucken wir mal drauf. Nächstes Event ist unbekannt. Ja, und die Arena hat den Namen Richthofen Arena. Warum heißt sie Richthofen Arena? Weil der von Richthofen ist hier einer der unserer großen Redstone-begeisterten Supertechniker, der in seinem, da gehen wir vielleicht auch mal hin, der in seiner Villa in den westlichen Wäldern haust und dort wirklich ja, Tage und Nächte lang praktisch ununterbrochen an irgendwie, ja, der hat so wahrscheinlich so einen weißen Kittel an, irgendwie, ne, und der forscht da an irgendwelchen Schaltungen und ist auch so inzwischen, dass er vielen Spielern dann auch hilft, wenn die mal Probleme haben mit ihrer, was weiß ich für eine Maschine, keine Ahnung, ne, da ist er dann immer für zu haben und er hat eben hier in dieser Arena auch sehr doll mitgeholfen, irgendwelche, ja,
Schaltungen einzubauen, damit da irgendwelche Viecher hingeschubst werden in die Arena. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, ne? Auf jeden Fall ist es lustig und ja, jetzt gucken wir noch mal ein bisschen auf die Arena und auf die Skyline im Hintergrund. Die verschwindet jetzt so langsam. Da sehen wir noch die fliegenden Inseln. Da haben wir inzwischen irgendwie zwei oder was ist das? Zwei oder drei, weiß ich nicht. Ja, das ist fantasievoller Bereich, ne? Hier ist der Fußweg, glaube ich, nach oder da hinten ist der, glaube ich, erst nach Schloss Thrun rüber. Ja, während wir jetzt hier auf die fantasievollen Inseln gucken, ich mich hier noch wundere, was das noch ist hier für ein Gelände. Naja, denke ich mal, haben wir erstmal eine Let's Show gemacht hier, so ein bisschen von unserem Server. Ja, es reicht jetzt auch erstmal hier dafür und hoffe, euch hat das gefallen. Wie gesagt, wenn ihr hier mal gucken wollt, als Gäste verhaltet euch bitte ruhig, geht ans Tutorial und ja, wenn ihr irgendwie halbwegs erwachsen seid und ihr könnt Minecraft spielen, dann habt ihr eigentlich hier auch gute Karten, Spaß mit uns zu haben und sofern ihr das nicht wollt, hoffe ich, dass ihr euch mit diesem Video hier schon mal ein bisschen begnügen konntet. Ja, und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Auch wieder interessant, was da unten wohl reingeht. Naja, da gehe ich jetzt mal alleine gucken. Ohne euch. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Vorbuddler sagt Tschüss.